Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idol Champions of the Forgotten Realms. Es ist nicht nur der bislang heißeste Tag des Jahres, es ist auch gleichzeitig der bislang heißeste Patch des Jahres. Denn mit dem jüngsten Update hat Cridle einen Buff bekommen und steckt damit noch immer in der Belanglosigkeit. Way. Aber das ist natürlich, also das ist tatsächlich passiert, aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, worum wir uns heute kümmern wollen, sondern zum einen geht das neue alte Event, The Great Modron March, oder zu Deutsch der große Modron Marsch, in die fünfte Runde. Und das ist aber auch noch nicht alles, denn zu welchem Event hätte es besser gepasst, einen vierten Chor ins Spiel zu bringen, einen vierten Modron Chor, als zum Great Modron March? Und dazu einen Champion, der auch noch Modron Chor Relevanz hat. Und das gucken wir uns heute irgendwie mal ganz in Ruhe an. Ich bin ein bisschen durch, also eigentlich bin ich heute total fit, aber ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, festgestellt, Alter, ich bin ultra matschig, ich kann gar nichts. Also vielleicht liegt es an der Hitze, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall richtig, richtig durch. Ich habe mir einen kleinen Kaffee gemacht. Ich werde das bereuen, weil es ist eigentlich viel zu spät für Kaffee. Aber nun, es hilft ja nichts. Ich würde sagen, wir legen los und schalten erstmal den vierten Chor frei. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Das habe ich mir extra für das Video aufgehoben. Und den gibt's wie, na gar nicht wie üblich, aber na doch mehr oder minder wie üblich, hier auf dem Adventuring Parties Button. Und dann kann man jetzt nach rechts scrollen und hat hier jetzt tatsächlich einen Unlock Button. Und dafür müssen wir Split the Party 3 machen. Das ist inzwischen nichts wahnsinnig Neues mehr. Split the Party kennt man prinzipiell, das ist die Formation von Puent tatsächlich. Und wir starten komplett ohne Favor, Boni in das Ganze rein. Das Ganze wird sehr, sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr, sehr viel schwerer. Also bis Area 50 zu gehen, ist durchaus, also könnte schwierig werden, wird es für mich wahrscheinlich nicht wahnsinnig, aber gucken wir mal. Und dazu kommt noch, Klickschaden wird auf 0 reduziert nach Area 5. Fire Breath Potions können nicht genutzt werden, das heißt, man kommt auch nicht mit Klickschaden durch. Und wenn ein Champion in der Formation platziert ist, kann er nicht mehr verschoben werden und nicht mehr rausgenommen werden. Und in Area 13, 27 und 37 fliegen jeweils 70% der aktiven Champions in der Formation raus und können für das restliche Adventure nicht mehr eingesetzt werden. Das ist gar nicht eben wenig. Also man muss sich ein bisschen aufpassen. Man muss sich ein bisschen aufpassen. Das macht schon gar keinen Sinn. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht verbaut. Das wollte ich eigentlich sagen. Und dann gehen wir doch das Ganze mal an. Wie komme ich denn von hier eigentlich dahin? Achso, hier oben ist der Button jetzt. Okay. Das braucht man so selten. So, wir kriegen sogar noch 4 Modron-Kisten dafür. Sehr schön. Und eben diesen sehr sleepy Modron-Core. Das ist übrigens ein Magic-Core, der extra für Magic Main DPS Champs ausgelegt ist, also wie zum Beispiel Faraday, Ashara, die einen Buff jetzt auch durchaus gebrauchen kann nach ihrem kleinen Nerf neulich. Und so Leute wie die Leine. Die profitieren da auch richtig von. Also nicht, dass die dadurch sinnvoll werden, aber ja. Rein magische Champions oder Champions mit magischem Hauptangriff. Also, ja, Klickschaden macht ja gar nichts, da war ja was. Ja nun, da wir jetzt mit Deacon gestartet sind, haben wir doch da mal einen Familiar drauf. Also Klickschaden macht schon was am Anfang und das werde ich jetzt auch ausnutzen. Einfach um hier ein bisschen zügiger durchzukommen. Ja, also der Trick an der ganzen Sache ist, sich eigentlich die Formation gar nicht zu voll zu hauen. Weil ja eben regelmäßig Champions rausfliegen. So, das heißt, ich würde mir jetzt definitiv auf jeden Fall eine Speed Potion reinpacken wollen. Vielleicht auch zwei. Und dann, keine Ahnung, schmeiße ich Artemis nochmal mit rein. So, Spec Bad. Und dann, das ist übrigens der neue Champion, sitzt in Slot 9, Nordom. Was ganz stumpf einfach Modron rückwärts ist, aber
Nun ja, dazu später mehr. Klickschaden ist jetzt schon auf 0 reduziert. Trotzdem macht es Sinn, die Familias im Feld zu behalten, einfach weil die Gegner noch ein bisschen stunnen, so minimalst. Das ist schon ganz okay. Und ich würde, glaube ich, ganz gerne noch einen dritten Champion mit reinnehmen wollen. Ich habe ja genug Trash-Champions. Schmeiß halt Torogar mit rein. Hauptsache, irgendwer greift mit an. Passt schon. Schaden sollten die erstmal alle genug machen. Im Zweifelsfall kann man hier auch noch Goldfind Potions mit reinpacken. Das ist immer so eine Sache, die einem noch ein bisschen hilft. Vielleicht will ich das machen. Ich brauche das eigentlich nicht, aber ich habe mehr als genug von den Dingern. Von daher, gib ihm. Kann man ja mal machen. So, und auf Area 13 werden wir gleich zwei von den Champions verlieren. Und dann auch für das restliche Variant nicht mehr einsetzen können oder für das restliche Adventure. Und die schwierigste Area wird wahrscheinlich, wie üblich, Area 15 sein. Gucken wir mal. Mal schauen, wer rausfliegt. Ah, es fliegen einfach nicht 70%, sondern es fliegen 100% der Champions raus. Na, das ist ja richtig gut gelaufen. Gut, dann verlieren wir die Area gerade mal und dann schmeiße ich mal Viper rein. Achso, ja, die kann ja... Okay, wir sollten sie halt schon manuell platzieren. Die sitzt ja jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, aber passiert. Dann packen wir Bruno noch einfach mal. Ist ja aber halt auch schwierig, dass man die halt... Ach doch, verschieben kann man sie noch. Stand hier nicht eigentlich... Oh, okay, ich habe mich verlesen. They cannot be swapped or removed. Ich bin das einfach so aus den Event-Variants gewöhnt, dass man sie dann auch nicht mehr verschieben kann. Aber wenn wir die noch verschieben können, dann ist ja alles easy. Dann ist ja alles entspannt. Ja, komm, dann gib mir noch Melf mit dazu. Dann haben wir noch kurzzeitig ein bisschen Speed. Naja, und man muss halt hauptsächlich zusehen, dass man genug Schaden für ihn macht, weil er ist halt Armored. Das ist immer ein bisschen krebsig. Aber gut, wir werden hier halt relativ easy durchkommen. Denke ich mal. Dafür bin ich einfach lang genug im Spiel. Ich meine, ich spiele jetzt seit fast 4 Jahren, also nein, natürlich nicht seit fast 4 Jahren, aber seit rund 1,5 Jahren jetzt. Knapp drüber, von daher schauen wir mal. Auf Area 27 verlieren wir nochmal Champions und auf Area 37 dann nochmal. Ich glaube, ich würde von 27 bis 37 jetzt nochmal ein paar Speed Champions reinpacken wollen. Also so Whittle und Human. Shandy, Sentry, D4, glaube ich. Da sehe ich mich ein bisschen. Die sollten klarkommen. Na, vielleicht brauchen wir sogar vorher ein bisschen mehr Schaden. Nein, brauchen wir nicht. Ah, wir haben sogar gar nicht so viele Champions verloren. Okay, spannend. Müssen vielleicht gleich nochmal eine Area... Ah, nee, wir müssen keine Area zurück. Okay. Ich habe... Wait, es waren doch schon zwei... Waren nicht schon zwei Champions raus? Ich bin so verwirrt, aber okay, gut, dann haben wir jetzt einfach in Area 27 quasi noch Human eingewechselt und haben dafür gar nichts bekommen, weil er instant rausgeflogen ist. GG. GG. So, können wir immer bitte eine vernünftige Formation draus machen? Danke. Das sieht da halbwegs nach was aus. Ja, also idealerweise, wenn ihr nicht so weit seid im Spiel, macht euch ein paar mehr Gedanken als ich und macht nicht so einen Unfug, sondern geht das ein bisschen geplanter an. Ich habe einfach gerade den Luxus, mir leisten zu können. Von daher mache ich das einfach mal. Mit 101 Champion, oder mit 101 Champion habe ich mehr als genug Möglichkeiten, hier nochmal irgendwie was... Also ich könnte mir halt selbst 4-mal die Formation vollhauen und dann 70% der Champions verlieren und es wäre halt trotzdem total okay. Ist tatsächlich nur am Anfang schwierig, wenn man halt irgendwie nicht so viele Champions am Start hat. Weiß gar nicht, wo er sinnvollerweise stehen sollte, um zu buffen. Wer ist denn gerade Main? Brunor tatsächlich. Spannend. Okay.
Na, kiek mal, ich hau dich gerade nochmal mit rein. Nicht, dass es nötig ist, aber mehr Leute, die angreifen, gleich schnellerer Fortschritt. Passt schon. So, dann verlieren wir jetzt wahrscheinlich 5 Champions. Ja, bis auf Bruno alle raus, das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Gehen wir nochmal kurz einen zurück. Schmeißen mal Jalexel rein. Gehen wir wieder einen vor, damit er nicht so viel tanken muss. Nehmen wir Donar mit rein. Oh yeah. Da sehe ich mich ein bisschen. Haben wir noch einen netten Tank? Tyrell oder so. So, nochmal kurz zurück. Tyrell hier hin. Und weiter. Und dann sollten wir doch eigentlich schon fast good to go sein. Gastric können wir nochmal reinschmeißen for the lulz. Einfach weil er ganz gut ist. So. Dann sollte das doch hier eigentlich easy peasy passen. Ah, es waren wahrscheinlich einfach 2 Champions beim Angreifen. Deswegen habe ich sie nicht hier in der Formation gesehen. Und ich dachte, die wären schon rausgeflogen und deswegen habe ich dann einfach Human reingepackt. Ja gut, passiert. Wenn ihr euch übrigens mit dem 15er-Boss, also mit dem Armored-Boss schwer tut und aber grundlegend genug Schaden macht, um ihm überhaupt erstmal Hitpoints abzuziehen, nehmt gerne Donar mit rein, sofern ihr ihn habt. Der hat mit Acid Vomit, also wenn der Boss in der Pfütze drin steht, verliert er super schnell Hitpoints. Genauso Krull. Wo ist er? Krull hat eine echt gute Ulti dafür. Auch Faraday tatsächlich hat eine ganz gute Ulti gegen Armored-Boss-Gegner. Also da kann man einiges machen. Das ist schon ganz nice. Also da gibt es durchaus Mittel und Wege, um da drum rumzuarbeiten. Also jetzt kann ich den ja auch nicht swappen. Das war natürlich so mäßig günstig. Das geht mir gerade alles zu langsam. Lass mal Sorbo reinnehmen. Sorbo muss das regeln. Nochmal Averyn rein. Das ist dann wahrscheinlich totaler Overkill. Können wir hier noch machen. Schon von Krull gesprochen haben. Packen wir nochmal Krull mit Pilfer rein. Der debufft die Gegner nochmal. Haben wir noch irgendwo einen Tank über. Hier haben wir noch Grummer am Start. Guck mal, haben wir uns die Formation voll. Let's go. Tatsächlich ist Jalexel da jetzt ziemlich viel platziert, aber sei es drum. Auch statt Donar hätten wir was Sinnvolleres nehmen können, aber egal. Sollte reichen. Wir müssen ja nur noch 2,5 Areas schaffen. Ja, ansonsten werden die letzten Areas durchlaufen. Ich bin endlich full epic, also bis auf den neuen Champion natürlich. Für den habe ich noch keine Kisten aufgemacht. Aber ansonsten die restlichen 100 Champions endlich full epic. Seit Dienstag tatsächlich. Das ging dann relativ schnell. Also ich habe ja am Wochenende im Stream noch gesagt, ja, mal gucken, je nachdem, wie langsam oder schnell ich bin, wie viel ich machen möchte, wie viel Patreon-Variants ich mache, so 1 bis 6 Wochen. Und dann hat es halt 2 Tage gedauert, weil ich dann plötzlich Bock hatte. Aber ja, wir haben einen neuen Chor und ich finde es total super, dass der jetzt genau jetzt kommt, weil ich jetzt nämlich gerade auch einfach nichts anderes zu tun habe, als mal einen neuen Chor zu leveln. No favor granted, das ist total okay. Wir haben eine neue Party unlocked, wir haben einen neuen Core freigeschaltet und wir kriegen 4 Modron-Kisten. Finde ich schön. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Speed-Core gleich mal wegparken. Und nehmen hier mal... Non, schön, dass der 5. schon drin ist. Nehmen hier mal... Ah, wobei... Nee, lass den Speed-Core mal noch nicht machen. Also gucken wir gleich rein, aber gerade mal noch nicht. Gerade mal noch nicht. Ich würde nämlich ganz gern erstmal die Event Variants machen für den neuen Champion und dafür würde ich schon ganz gern irgendwie meine Speedboni mitnehmen, weil das sonst einfach ewig lange dauert und die Folge wird so wahrscheinlich schon 1 Stunde lang oder so mal gucken. Und dann können wir uns den Chor immer noch gleich in Ruhe angucken. Aber ja, prinzipiell neuer Champion und neuer Chor und neue Party.
Und zum neuen Chor und zur neuen Party, also funktioniert es natürlich wie die anderen Partys auch. Ich könnte Party 3 und 4 mal umbenennen irgendwie. Ich irgendwie nie die Muße zu. Warum bist du eigentlich die ganze Zeit auf Calculating? Komm mal klar. So, also ich könnte jetzt den vierten Chor schon reinpacken, aber da noch keine Automation freigeschaltet ist, ist halt so, gut, kann ich mir jetzt halt auch schenken. Aber er parkt da zumindest schon mal, das ist okay, das kann er machen. Wir können theoretisch, gerade mal ein kleines Achievement holen. Es gibt jetzt nämlich auch ein neues Achievement für 40 Champions gleichzeitig in Partys. Also mit jedem Chor oder in jeder Party halt 10 Champions in der Formation. Und dann gucken wir mal. Das sollte jetzt eigentlich schnell machbar sein. Es gibt auch zum neuen Chor tatsächlich noch was Neues. Also allgemein zu den Chors kommt noch was dazu. Es ist nämlich jetzt endlich Supercharge mit drin. Dazu aber auch gleich mehr. Wir gehen mal, völlig egal, in irgendein Freeplay. Nobody cares. Hauptsache hier sind 10 Slots in der Formation. Warum ist das Gerümpel da? Das ist ein Freeplay. Das hat da eigentlich nichts verloren. Kann ich da Champions platzieren trotzdem? Scheint so. Okay, cool. So, ich haue jetzt einfach irgendwelche Champions rein. Es geht ja einfach nur darum, dass wir 10 Champions in der Formation haben. Und das haben wir in dem Fall sogar schon. Neat. Dann gehen wir hier rüber. Das muss ich gleich alles wieder vernünftig einrichten, aber nun ja. Never mind. Dann gucken wir uns vielleicht auch erstmal kurz den Chor an, bevor wir uns mit dem neuen Champion beschäftigen. Wenn wir gerade schon dabei sind und gleich hier in die vierte Party rübergehen. So viel gibt es da auch gar nicht zu erzählen. Und zum Superchargen kann ich dann gleich nebenbei was sagen. So. Also die Dinger sind jetzt auch einfach super buggy hier drin, ne? Aber passt schon. Sollen sie da sein? Ist mir egal. Oh Gott. So, achso, das war richtig sinnlos, weil wir noch in der 9er Party sind, ja. Das war überhaupt nicht clever, die da jetzt schon reinzupacken. Alright. Gehen wir in Tomb, gehen wir hier hin. Hauptsache 10er Formation. Give Gold, please. Oh Gott, ey, die ganzen Specialization, so nobody cares, actually. So, sind es 10? Ja, sind das 9, ne? Jo, jetzt sind es 10, alles klar. Dann passt das auch. Und dann, jawollo. Gehen wir einfach in die vierte Party rüber. Und gehen meinetwegen da auch hier hin. Völlig egal. Hauptsache 10 Slots und schmeißen da gleich erstmal irgendwelche Champions rein. Zum Beispiel dich und dich und dich. Okay, Binwin ist irgendwie nicht mitgekommen. Zieht sich ein bisschen. Oh, das ist laggy. Hey, die Leine in der Formation, dass ich das nochmal erlebe. So, who needs support anyway? Have 40 Champions adventuring at once for full formations parties. Jawohl, das ist eigentlich alles, was ich machen wollte, einfach um Achievements ein bisschen abzufrühstücken. Aber wo wir schon mal hier sind, können wir uns auch gerade mal den neuen Chor angucken. Ich hätte es cooler gefunden, wenn sie das jetzt noch ein bisschen breiter gemacht hätten. Einfach, also das Partys-Fenster, einfach, dass man halt nicht immer scrollen muss. Das wird, glaube ich, relativ unübersichtlich, aber gucken wir mal. Wir schauen uns mal den Chor an. Der ist ja kreisförmig aufgebaut, tatsächlich. Automation schaltet man wieder auf Level 3 frei, das heißt, bis dahin muss man alles, alle sämtliche Resets per Hand machen. Sie kennen das aus 100 Romanen und 1000 Filmen. Naja, und ansonsten bin ich mir noch nicht sicher, wie hier genau ein Chor aufgebaut wird, also wie wir das hier am sinnvollsten machen. Also auf jeden Fall in der Mitte ordentlich Buffboxen. Hier wird auf jeden Fall eine Menge Buffboxing passieren. Aber wann man da hingeht,
I don't know. Ich kann mir auch gut vorstellen, tatsächlich die Automation, also ich werde sie natürlich grob erstmal bei Level 3 mitnehmen, ohne hier irgendwelche Notes anzuschließen, dafür ist es egal. Ich kann mir aber auch tatsächlich gut vorstellen, später das Layout so zu machen, dass die Automation relativ spät mitgenommen wird. Also wenn man den ganzen Core freigeschaltet hat. Ich glaube, das Ding wird man einfach komplett ignorieren. Tatsächlich. Das Teil hier. Und dann vermutlich eher hier eine Menge Buffboxing machen. Nach unten raus, hier lang. Hier vielleicht noch eine kleine Buffbox hin. Und dann hier unten die Multiplier mitnehmen. Den mitnehmen und sich dann quasi so gegen den Uhrzeigersinn hier lang arbeiten. Mal gucken. Aber da muss ich mal ein bisschen Theory Crafting machen, beziehungsweise auch ein bisschen rumprobieren. Da habe ich noch nicht wirklich viel Zeit drauf verschwendet. Da machen wir wahrscheinlich irgendwann, wenn ich den kompletten Core gelevelt habe oder relativ weit gelevelt habe, vielleicht mal im Stream eine kleine Bastelrunde oder so. Mal gucken. Das bietet sich dann, glaube ich, an. Ansonsten hat er halt prinzipiell nichts Spannendes, außer dass der halt Nodes hat, die jetzt irgendwie wie die hier konkret den Schaden von Champions mit einer Magic Base Attack erhöhen. Also er ist halt konkret für Magic Champions ausgelegt, bringt aber wohl, ich habe es noch nicht selber nachgeprüft, das ist jetzt nur vom Hörensagen, ich vertraue dem Ganzen aber mal, tatsächlich auch für Champions wie Zorbu wohl stärker als der Modest Core, also als der Standard Core. Von daher muss man mal ausprobieren. Aber bringt eben, wie gesagt, frühestens wahrscheinlich was, wenn er auf Max-Level ist. Bis dahin wird es vermutlich relativ egal sein. Man sieht hier aber schon so eine kleine Sache mit bei, nämlich unter den ganzen Flow-Leveln bis 4 steht jetzt Supercharged. Starting at 500 Flow, every time the Flow level doubles, increases the effect by 25%, up to a maximum bonus of 500%, stacks additively and applies multiplicatively. Ja, macht Sinn. Das ist ein bisschen schwierig formuliert, also mit dem letzten Satz Next Bonus at 1000 macht es dann Sinn. Prinzipiell, was da steht, beginnt bei 500 Flow, also vorher war halt immer nur so 4 Flow wichtig, wir können da auch einfach mal in den Core gehen, der schon was hat. Ich habe sogar in einem Core was vorbereitet, glaube ich. Ich weiß nur gerade nicht, in welchem. Ja, in dem hier tatsächlich. Ja, man sieht es hier schon so ein bisschen an der Farbe. Die Farben hier sind neu. Also prinzipiell bedeutet das, also was da wortwörtlich steht, ist, beginnend bei 500 Flow gibt es jedes Mal einen 25% Bonus, wenn sich der Flow verdoppelt. Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Und es gibt eben maximal einen 500% Bonus. Das heißt, es liest sich im Englischen mit so Starting at 500 Flow ein bisschen weird, weil man denken könnte, man bekommt bei 500 Flow schon die ersten 25% Bonus. Das ist nicht der Fall. Die ersten 25% Bonus zu der Node gibt es erst bei 1000. Dann gibt es insgesamt 50% Bonus bei 2000, 75% Bonus bei 4000, 100% bei 8000 und so weiter und so weiter und so weiter. Und das heißt, man muss ein Flow-Level von 5E9 ungefähr haben. Nee, stimmt gar nicht. 5E8, oder? Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, 5E8 sind es, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich glaube, es war irgendwas mit um die 500 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um die 500 Millionen Flow braucht man gerade, um den maximalen Bonus von 500% auf die Node halt rauszukriegen. Das ist nicht eben wenig. Auf die 500 Millionen Flow gerade auch keine Gewähr, das habe ich nur irgendwie gestern Abend im Halbschlaf kurz durchgerechnet. Der Wert muss nicht 100% korrekt sein, aber man braucht auf jeden Fall im Vergleich zu 4 Flow, um die Node auf episch zu bekommen, jetzt eine Menge mehr, um den maximalen Bonus rauszuholen. Ich habe hier jetzt auch gerade nur 1100 Flow drin, weil ich das einmal aktiviert haben wollte. Jetzt habe ich hier gerade aus Versehen irgendwas rausgenommen. Das war nicht meine Absicht. Da gehst du einfach wieder rein. Passt schon.
Ich wollte das nur einmal ausprobieren und zeigen, okay, es sieht hier farblich dann so aus. Und ja, da wird man eine Menge basteln können, um die Notes zu overchargen. Kleiner Hinweis an der Stelle, man sieht es auch hier an ein paar Notes, also hier steht jetzt halt für Supercharge der Riesentext mit dran, an ein paar Notes steht das nicht mit bei. Das liegt daran, dass man nur Notes superchargen kann, die den Schaden erhöhen. Also die den Schaden von Champions oder von irgendwelchen Champions in irgendeiner Form erhöhen. Also sprich so Sachen wie hier Goldfund Bonus oder Hitpoints der Champions erhöhen oder was haben wir hier noch? Gab es nicht irgendwie Hitpoints der Gegner senken irgendwo noch? Ja, hier, Hitpoints der Gegner senken. Da geht das nicht. Die Notes kann man nicht superchargen. Also da reichen 4 Flow völlig aus. Für alles andere will man möglichst viel haben. Das bedeutet aber auch, man muss jetzt nicht jeden Core superchargen und total voll ballern, weil man in den meisten Fällen eh nur einen Core nutzt für irgendwelche Patron Variants oder wo auch immer man halt viel Schaden braucht. Und den Core, der dann halt, also es wird wahrscheinlich der neue Core letztendlich werden, den wird man dann vermutlich superchargen, so gut man kann mit den Teilen, die man hat. Und das sollte völlig reichen. Also auch den Speedcore superchargen bringt nur bedingt was. Also es bringt halt insofern was, dass eine Speedformation mit dem Speedcore an sich eben weiterlaufen kann, weil die Champions alle mehr Schaden machen. Aber man bekommt nicht mehr Speed raus. Das ist eben so der wichtige Punkt. Und das ist, glaube ich, auch vorerst alles, was ich zum neuen Core sagen kann. Freischalten wie üblich über Split the Party und dann eben erstmal fröhliches Core-Leveln, bis man damit überhaupt was machen kann. Thema Core-Leveln ist aber ein ganz gutes Stichwort. Ich schmeiß hier gerade mal alle aus der Party raus, weil actually, I don't... Na, Xander kann mal drin bleiben. Dann gehen wir mal kurz auf die Patrons zurück und stellen die wieder vernünftig ein. Nicht, dass die im Moment irgendwas Sinnvolles machen würden, aber... ich habe die immer ganz gerne auf... Als mit dem dritten... Also mit dem vierten Core dazu, mit einer dritten passiven Party tatsächlich ganz nice. Ich habe die passiven Partys immer ganz gern so eingestellt, dass die mit einem Patron Mad Wizard laufen, einfach um am Anfang der Woche im Zweifelsfall schon mal ein paar Patron-Challenges abarbeiten zu können. Das ist immer ganz nett. Und sei es einfach nur irgendwie Currency-Farmen oder dann, dass die halt so Sachen nebenher machen können wie 500 Areas ohne DPS-Champion oder 500 Areas ohne Support-Champion oder so, dass das einfach automatisch läuft. So, Waschra ist wieder am Start in der Formation oder in der Party, sehr schön. Dann machen wir das Ganze für Strahd eben nochmal. Und dann gucken wir uns vielleicht irgendwann die neuen Variants an, was wir jetzt passiv wahrscheinlich einfach schon fertig gemacht haben. Wobei, nee, dafür läuft es zu langsam, aber... Slow AF. Unglaublich. So, raus hier. Nobody cares, actually. So, gib mir Mad Wizard wieder. Da sollte auch automatisch die Farming-Formation geladen werden. Hopefully. Ja, das sieht auch gut aus. Jawohl. Und dann... Genau, Auto-Progression ist auch an. Dann können wir hier rüber gehen. Und gucken mal, wie weit wir noch laufen müssen. Bis Area 75 ist das Variant, glaube ich, nur. Soweit wird es jetzt nicht mehr sein. Aber dann können wir nach einer knappen halben Stunde endlich mal dazu kommen und uns den neuen Champion angucken. Gute Sache. Der hat tatsächlich ein paar ganz nette Sachen dabei. Der ist jetzt auch schon in der Formation drin. Und deswegen kicken wir auch mal direkt. Und zwar sitzt er in Slot 9, wie schon gesagt, und hat erstmal einen Buff, nämlich Form Orderly Ranks, und damit bufft er sämtliche Champions in der Reihe direkt vor ihm. Also wirklich nur in der Reihe direkt vor ihm. Deswegen sitzt er hier in dem Variant auch fix hier, um die größtmögliche Reihe in der Formation zu buffen. Übrigens so ganz nebenbei bemerkt, wenn man sich die Formation anguckt, wenn man das mal so um 90 Grad gegen den Uhrzeiger
Sinn dreht, also in der Kamera tatsächlich so rum, erinnert ein bisschen an das Blitzkreuz von Cajon, oder? Also, ich finde schon, aber nun ja. Ganz ab davon, der Buff ist okayisch. Also, ich habe noch kein Equipment. Der Buff wird, glaube ich, nicht herausragend, aber mal gucken, wie das mit Equipment dann gleich aussieht. Die Level 30 Fähigkeit Rule of Law ist tatsächlich gar nichts Spannendes, sondern bufft einfach nur Form Orderly Ranks, und zwar um 100% für jeden Lawful Champion in der Formation. Das stackt multiplikativ, das ist ganz nett. Also da kann man durchaus noch ein bisschen was rausholen. So viele Lawful Champions hat man meistens nicht in der Formation, aber so 2 bis 3 kommen dann doch zusammen. Meistens, wenn man jetzt nicht konkret darauf hinarbeitet. Und dann ist für Form Orderly Ranks tatsächlich schon ganz netter Bonus drin. Also ich habe es jetzt komplett ohne Gear auch schon in einer 0815-Formation hinbekommen, dass das irgendwie E6 Bonus gebracht hat. Das heißt, mit Gear und tatsächlich mit Feed. Feed ist da schon mit drin. Also mit Feed, ja, kommt man wahrscheinlich relativ schnell so auf E8, E9%. Das ist nicht herausragend, aber das ist solide. Also ist jetzt auch nicht Crash. Kommt dann, also muss man natürlich auch immer noch mal gucken, wie es auf Max-Level ist. Es kommen ja im Laufe der Geschichte immer noch weitere Level mit dazu oder weitere Fähigkeiten, Upgrades auf bestimmten Leveln mit dazu, die dann sowohl Rule of Law als auch Form Orderly Ranks verstärken. Also auf Max-Level ist der Bonus eh nochmal ein bisschen stärker als jetzt am Anfang eines Runs. Von daher, das, wie gesagt, es wird vermutlich nicht herausragend, aber es wird ganz okay. Piercing Bolts hat er noch. Das ist das die Specialization? Ich glaube, das ist sogar schon die Specialization. Jo. Gegner, die von seinen Gear Spirits getroffen werden, das ist seine Standardattacke, nehmen 100% mehr Schaden für die nächsten 10 Sekunden und das stackt 2-mal und der Timer resettet. Was? And the Timer resets if it is. Achso, genau, und der Timer wird resettet, wenn halt ein neuer Stack theoretisch draufkommt. Also es läuft nicht aus, solange ein Gegner wieder und wieder getroffen wird. Das heißt, naja gut, 200% Schadensdebuff für Gegner. Das ist auch komisch ausgedrückt. Also ein Gegner nehmen halt 200% mehr Schaden. Ist erstmal so, nee. Auch das könnte mit Gear noch besser werden. Ich weiß gar nicht, ob er dafür Equipment hat. Sehen wir gleich. Was aber das eigentlich Spannende ist, gerade weil wir auch einen neuen Core haben, ist Modron Core Toolbox. Und das ist das, wofür man den Champion haben will. Ich hätte den dafür auch gerne schon viel, viel früher gehabt. Alle Leute, die erst relativ frisch ins Spiel eingestiegen sind und vielleicht erst einen Core gemaxt haben oder vielleicht noch gar keinen Core gemaxt haben, werden sich sehr freuen. Denn Modron Core Toolbox besagt, Nordum increases the amount of experience gained on the Modron Core attached to his adventuring party when completing new areas by 20%. Heißt auf Deutsch, wenn er in einer Party ist, kriegt der Core, der hier gerade aktiv ist in der Party, wo Nordum mitläuft, einfach 20% mehr XP. Das heißt, er levelt 20% schneller. Diese 20% sind übrigens der Base-Wert. Dafür gibt es zum einen Equipment und zum anderen ein episches Feed. Das habe ich mir schon geholt. Deswegen stand da auch gerade schon 36%. Der Base-Wert ist aber 20. Ich habe es nur eben direkt mit dem eigentlichen Base-Wert vorgelesen, obwohl hier schon das Feed drin ist. Das Feed kostet 50.000 Gems. Also wenn man die Gems parat hat, kann man sich das holen. Alternativ, wir bleiben noch mal ganz kurz hier drin. Alternativ kann man auch echt Geld ausgeben und sich diesen fancy Steampunk Nordum Skin holen. Da ist auch gleich noch ein Familiar mit bei. Da ist das Feed mit bei. Es sind 16 Kisten für ihn mit bei. Und eine Potion, die für eine Woche lang sämtliche Modron Endpoints um 50% boostet. Die Potion ist nett, aber nicht wirklich nötig. Ich finde das Pack insgesamt rund, muss ich sagen. Ob es mir $20, also das sind irgendwie, ich glaube, das sind knapp 17 Euro umgerechnet, also circa 4 Jahre. Das macht gar keinen Sinn. Aber egal. Also ich weiß nicht, ob es mir 16, 17 Euro ungefähr wert wäre.
Ich glaube nicht. Ich finde den Skin ganz fetzig. Den Rest brauche ich persönlich jetzt nicht. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Die Kisten kann man sich theoretisch im Event farmen. Familias gibt es günstiger. Das Feed kriegt man für Gems. Der Skin ist cool, aber ob man ihn wirklich braucht, weiß ich halt nicht. Und die Potion ist auch eigentlich nicht nötig. Also sie kann ein ganz netter Boost sein, aber eigentlich braucht man sie nicht, um ehrlich zu sein. Juhu. Ich würde sagen, was waren hier überhaupt die Einschränkungen? Sind nie geguckt. Also ja, Nordem ist natürlich in der Formation, wie üblich. Es handelt bei Duodrones und Pentadrones. They drop no gold, nor do they count war. Okay, es gibt einfach zusätzliche Gegner. Das ist halt alles. Und die zählen nicht zum Quest Progress dazu. Und mir fällt gerade auf, meine Speed Formation ist halt richtig traurig. Weil Human tatsächlich noch an einer richtig miesen Stelle steht. Da muss ich gleich mal drauf achten. Das geht besser. Alrighty. So, dann gehen wir doch mal das nächste Variant an. Was haben wir hier als Einschränkungen? Natürlich ist er wieder fest in der Formation. Chaotic Champions can't be used. Ew. Neutral Champions deal no damage, but can still use their Formation Abilities. Ja, okay, das ist jetzt einfach auf Lawful Champions gemünzt, einfach weil er eben pro Lawful Champion halt seine Buff-Fähigkeit noch verbessert. Das ist okay, wir können zumindest Human benutzen, weil der ist Lawful Evil, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder die sind Lawful Evil. Ja, nice. Sentry haben wir. Cool, wir haben, abgesehen von Sentry, alle wichtigen Speedster. Läuft. Damit kann ich leben. Dann packen wir dich gleich mal einen hoch. Whittle fehlt. Bedauerlich. Ja, sei es drum. Da helfen wir im Zweifelsfall einfach gleich mit der Speed Potion nach. So, und dann schmeiß hier gerade einfach irgendwelche Champions rein. Hauptsache an Human grenzen genug Champions an. So, damit er genug Speed-Bonus bringt und der Rest ist, glaube ich, einfach egal. Ich glaube, die restliche Party kann ich fast leer lassen, oder? Na, ich schmeiße hier einfach nochmal irgendwen rein. Oh, warte mal. Wir können natürlich mal den Dungeon Master mit reinnehmen. Ah, und kriegen Triss freigeschaltet. Schade. Hätte ja sein können, dass wir Whittle zufällig kriegen. Dann hätte sich das gelohnt, aber... Na. Dann raus mit dem Dungeon Master. Weg damit. Dann läuft es. Ja, komm, wir packen mal eine Speed Potion rein, oder? Ja, das ist eine Fire Breath Potion. Speed Potion wollte ich wenden. Und dann würde ich einfach mal Kisten aufmachen, ein paar. Zum einen habe ich 31 Motron-Kisten gespart. Gucken wir mal, was da so bei rauskommt. Also eigentlich hatte ich 27 gespart und ich gucke mir das gleich mal insgesamt an. Und 4 sind jetzt halt gerade durchs Freischalten vom neuen Chor auch mit dazugekommen. Okay. Paar nette T-Kreuzungen, leider keine epische Kreuzung allgemein, also kein, wie heißt denn das? Also das sind die T-Stücke. Sind die anderen einfach Kreuzungen? Egal, auf jeden Fall keine Kreuzung mit dabei, schade. Da hätte ich durchaus noch was gebrauchen können, aber auch das ist schon durchaus okay. Immerhin 7 epische Teile aus 31 Kisten, das ist... definitiv okay. Aber aus Mordron-Kisten droppen eh mehr epische Items als aus normalen Equipment-Kisten. Also da ist die Chance definitiv höher, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, gefühlt nie den 10er Pity-Timer abwarten müssen bei Mordron-Kisten. Also schon hin und wieder mal, aber nicht wirklich häufig. Also nicht, dass es mir mal groß aufgefallen wäre. Mir fällt gerade ein, ich kann auf jeden Fall eine Sache in den Stats mal anpassen. Fehlende Achievements passt ja auch schon nicht mehr, oder? Wie viel sind es aktuell? 9. Da können wir auch noch ein bisschen gegenarbeiten. Ah, apropos fehlende Achievements. Nordem hat natürlich auch ein Achievement, was der mit dazu bekommt. Also den Special Champion Achievement, wie jeder Champion es hat. Das kriegt man relativ easy. Dazu muss man Nordem einfach, ja, letztendlich für, naja, nicht mal für 1000 Areas in der Formation haben.
Also prinzipiell muss er einfach 1000 zusätzliche XP für einen Modron Core bringen. Das geht übrigens auch mit Cores, die schon voll aufgelevelt sind, also die schon Stufe 15 sind. Die bekommen rein theoretisch spieltechnisch schon noch weiter XP. Das bringt halt keine Level, aber an sich wird das vom Spieler noch angerechnet. Deswegen habe ich das Achievement jetzt schon fertig, obwohl ich den neuen Core jetzt noch gar nicht gelevelt habe und Nordem so gesehen noch gar nichts gemacht hat. Aber ja, das geht. Und das müssen eben keine 1000 Areas sein, weil er ja halt 1000 Bonus-XP bringt. Also nee, prinzipiell sind es sogar mehr als 1000 Areas, oder? Weil er bringt ja... Es geht ja um die Bonus-XP, die er bringt. Und es ist ja weniger als ein XP pro Area im Moment. Bei mir sind es 36%. Also bei mir sind es eher so knapp 3000 Level, die das Ganze gebraucht hätte. Ja, also je nach Equipment braucht man dann halt mehr oder weniger Areas. Aber ganz ehrlich, spätestens um den neuen Core zu leveln, will man ihn eh drin haben und dann passiert das Achievement einfach automatisch. Also solange ihr ihn in der Formation habt, müsst ihr euch um nichts weiter kümmern. Das wird einfach irgendwann automatisch passieren. Von daher. Ein geschenktes Achievement quasi. So, wir machen direkt mal 8 Silver Chests für Nordem auf. Hoffen, dass wir keine Lücken haben. Wir haben einen Rare, das ist schon mal nicht gut. Oh, das ist richtig Trash. Boah, das ist richtig schäbig gelaufen. Oder? Naja, warte mal. Wenn ich es richtig sehe, haben wir zumindest 6, alle 6 Commons. Aber wir haben bei den Uncommons eine Lücke. Ne, das war unnötig irgendwie. Ja, lass mal kurz in die Collection gucken. Schade eigentlich, aber das geht im Laufe des Events wahrscheinlich schon noch raus. So, wo ist er denn hier? Ja, eine Lücke, aber okay. Ich mache jetzt eh einfach erstmal... Lass mal 28 Electrum Chests aufmachen. Gucken, was da so an Uncommons für ihn bei rumkommt. Vielleicht ist da auch schon das Fehlende mit bei. Auf jeden Fall ein Rare, nur ein Rare für ihn mit bei. Okay, spannend. Oh, haben wir da jetzt noch eine Lücke? Wo ist er denn? Nee, haben wir nicht. Okay, Glück gehabt. Gut, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, einfach nochmal 50 Kisten aufmachen. Weil wir haben ja... Na, scheiß drauf. Braucht die Dinger ja eh für nichts. So, dann haben wir nämlich zumindest schon mal alle Rares. Das ist doch schon mal was. Damit kann man auch schon mal arbeiten. Sieht spontan nicht so aus, als hätten wir das fehlende Ankommen dazu bekommen. Na, mal gucken, vielleicht aus seinen Kisten dann. Nee, das fehlt nach wie vor. Aber zumindest haben wir keine weitere Lücke reingehauen. Das ist ganz okay. Dann können wir jetzt gerade mal in Ruhe gucken, wo er über Boni bringt. Form Orderly Ranks kriegt einen Bonus. Modern Core Toolbox kriegt einen Bonus, okay. Aber tatsächlich bekommt Rule of Law bekommt keinen Bonus. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, ihn prinzipiell echt gut zu machen. Wenn er dafür noch ein Item bekommen hätte, hätte er echt einen soliden Buff liefern können. Also einen echt richtig guten. Aber nun ja. Ja, das ist jetzt halt auch nur so... Also, es ist halt schon... Ah, wobei, vielleicht wird es auch gar nicht so stark. Also, er ist jetzt natürlich nicht weit gelevelt, das muss man sehen. Also... Kostet gerade so E36, E37 Gold. Also, da sind wir noch so E40. Also, er ist gerade ungefähr bei der Hälfte seiner Level circa. Wenn man das so rechnen kann. Weiß gar nicht, ob das so geht. Aber ja, da ist auf jeden Fall... Da kommt noch was. Der Buff ist jetzt bei E6% mit schon 7 Lawfuls hier drin. Und also Form Orderly Ranks wird schon um E5% überhaupt verstärkt. Also so richtig dolle ist es im Moment nicht, aber wie gesagt, das muss man, wenn dann, auf Max-Level bewerten und eigentlich auch mit epischen Items, um das zu vergleichen. Ich würde sagen, wir machen einfach schon mal 4 Kisten auf. Für das eine garantierte epische Item, das wir da rausbekommen. Gucken wir mal, welches es ist. Ah, kein wichtiges. Also das Wichtige wäre jetzt tatsächlich das für Mordor und Toolbox gewesen. Das will ich auch auf jeden Fall haben. Das werde ich auch definitiv farmen.
Das könnte das fehlende Ankommen sein. Ziemlich sicher. Ja, ich glaube, das ist das. Ich glaube, damit haben wir die Lücke, glaube ich, schon geschlossen. Jo, sweet. Das ging einfacher als gedacht. Sehr schön. Da muss ich mir da keine Gedanken mehr drum machen. Noise. Gut, während das Variant durchläuft, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe mir so ein, zwei Stichpunkte gemacht. Aber die größten Sachen haben wir schon abgearbeitet. Wir können natürlich noch mal kurz gucken. Natürlich kommen auch immer zwei Champions wieder. Das sind in dem Fall Mehen und Jahira. Spricht die sich eigentlich so aus? Ich habe keine Ahnung. Ich spreche sie so aus. Mehen hat endlich mal seine eine gute Fähigkeit dazu bekommen. Mehen ist eigentlich tatsächlich eher so meh. Also eher so meh, meh. Nee, lass mal nicht machen. Aber er hat durch seine Story-Beziehung zu Faraday und, wie heißt denn jetzt, Havila. Also weil er ja quasi ihr Adoptivvater ist, storymäßig, hat er jetzt eine Fähigkeit bekommen, dass wenn er in einem Variant verfügbar ist, kann er über seinen Skill oder sind halt automatisch auch Faraday und Havila mit verfügbar, egal ob sie eigentlich für das Variant zugelassen sind oder nicht. Das heißt, tendenziell kann man bis zu zwei zusätzliche Champions mit reinnehmen, was gerade, ich weiß gar nicht, hat er dafür genug Stärke? Können wir mal gucken. Der sitzt hier im Slot. Was, ja, mit 19 Stärke ist ja zum Beispiel bei Might Max Right verfügbar, was halt Champions mit 18 Stärke voraussetzt. Und da kann man dann eben auch noch Havila und Faraday mit reinholen. Havila bringt vielleicht gar nicht so viel. Faraday kann man tendenziell als Main DPS einsetzen, wenn man nicht unbedingt, wie heißt er denn jetzt? Wenn man nicht unbedingt Arcan benutzen möchte. Dafür ist das eine gute Sache. Und zusammen mit dem Dungeon Master, der ja auch noch einen an sich geblockten Champion reinholen kann, lässt sich da jetzt halt schon richtig viel machen. Also sind schon ganz gute Optionen mit drin. Jetzt, also das neue Feed, ja, Feed ist es nicht wirklich, aber ja, die neue Verbesserung von Mehen ist schon tatsächlich ganz nice. Zudem, es war ja bei Mehen immer so das Problem, sein Skill-Barometer, nenne ich es mal, möglichst in der Mitte zu halten. Es war ja unfassbar anstrengend, weil man will es prinzipiell in der Mitte halten, weil da der Buff, den er bringt, am größten ist. Das war aber mehr oder minder nicht machbar. Da haben sie auch noch ein bisschen dran rumgetweakt, sodass es jetzt deutlich leichter geht. Mehen ist immer noch nicht toll, aber er ist zumindest besser geworden als vorher. Insgesamt gibt es übrigens eine Menge Champion-Verbesserungen. Also an Point wurde ein bisschen was gemacht. Sentry hat speedmäßig jetzt nichts dazu bekommen, aber ihre allgemeinen Damage-Sachen sind ein bisschen verbessert worden. Gleiches bei Melf, auch ein bisschen mehr Schadensbonus bekommen, beziehungsweise die Buffs gebufft. Wie gesagt, Cradle hat ein bisschen was bekommen, Nobody Cares. Jahira ist auch nochmal verbessert worden. Jahira war vorher schon nie wirklich schlecht. Sie ist einfach ein unfassbar hässlicher Champion, so leid es mir tut. Ich finde sie leider echt vom Design her nicht toll, also rein irgendwie optisch, farblich beißt sich da ganz viel und ich kann mir sie nicht gut angucken, also weder im Original noch mit Skin, es ist irgendwie alles schwierig, aber naja, nun ja, trotzdem ist sie insgesamt eigentlich gar kein schlechter Champion und hat nochmal ganz ordentlich Buffs bekommen. Lazarps ist nochmal ein bisschen tankier geworden, Lazarps, ja, netter Tank, bislang schon gewesen, aber sie hat meistens so Probleme gehabt, sich gegen andere Tanks durchzusetzen, weil sie irgendwie, ja, weiß ich, es gab einfach genug andere Tanks, die deutlich besser waren. Aber sie ist jetzt zumindest nochmal ein bisschen mehr tanky, hat mehr Hitpoints, mehr Overwhelm Base, also dass sie halt mehr Gegner an sich tanken kann, bevor sie overwhelmed wird. Und da gab es noch eine ganze Menge, ja, kleine Changes in letzter Zeit. Zum Beispiel bei Vlania, Rosie, Korth und so weiter und so weiter. Ich gehe das jetzt nicht alles im Detail durch, weil das sind meistens Champions, die wie Rosie zum Beispiel auch trotzdem weiter nicht benutzt werden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
dadurch, dass es meistens Champions sind, die ich vorher nicht genutzt habe, kann ich im Moment auch sehr schwer einschätzen, was da jetzt ernsthaft eine Verbesserung ist und was nicht. Also ob sich das bei Rosie jetzt ernsthaft lohnt oder ob sie immer noch totaler Trash ist. Spoiler, sie wird vermutlich immer noch totaler Trash sein. Ja, dadurch, dass ich die Champions aber so gut wie nie nutze, bei denen jetzt Verbesserungen gemacht wurden, kann ich da jetzt auch nicht wirklich in die Tiefe gehen, ohne sehr schnell sehr viel Unfug zu erzählen, und das würde ich ganz gerne vermeiden, darum lassen wir das. Und gehen einfach nochmal in das letzte Variant rein, Core Strength. Da brauchen wir, glaube ich, Champion mit Stärke 16 mindestens. Wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, Champions mit Speed Tag sind verfügbar und Champions mit einer Stärke von 16 oder mehr. Das heißt, da könnten wir jetzt zum Beispiel Mähen reinpacken und dann sollte plötzlich eigentlich Faraday verfügbar sein. Ah ja, genau, da müssen wir dann aber halt Always by Your Side specken. Na, also das ist halt nicht automatisch mit drin, sondern da muss man die Spec für nehmen. Aber zack, können wir plötzlich Faraday nutzen. Die war gerade noch gesperrt. Nicht, dass ich das jetzt wollen würde, aber hast du... Wir können mal kurz gucken, wen der Dungeon Master noch mit reinbringt. Bin ich gerade bescheuert? Wo ist denn der Dungeon Master? Ah, hier. Kann sagen, ist der nicht im Slot von Sentry? Okay, der würde Jahira freischalten. Don't care, actually. Aber ganz ehrlich, was will ich hier auch anderes haben, außer Speedster? Reicht mir halt völlig hin. Von daher passt schon. Will kann der eine Slot sogar leer bleiben. Ist eigentlich völlig egal. Ah, es sind zwei Slots, die leer sind. Ja, komm, dann gehst du mal dahin. Nimmst das mit. Ist ja gegen Barriers und so zumindest schneller, wenn mehr Champions in der Formation sind. Auch wenn es nicht unbedingt nötig ist. So, und ja, wir waren beim Nordem dann irgendwie abgebrochen, aber das liegt einfach daran, dass halt nach dem Modern Core Toolbox auch tatsächlich nichts wirklich Tolles mehr kommt. Also er hat noch eine Ulti. Die sieht ganz fetzig aus. Die macht... Na okay, jetzt nur kurz den Wechsel abwarten. Sekunde. Die macht prinzipiell Ditte hier, nämlich so ein... Na, hat man jetzt richtig gut gesehen. Also prinzipiell laufen halt ganz viele Modron-Roboter Viecher hier lang und schieben Gegner halt zurück und machen nebenbei noch Schaden. Das ist aber tatsächlich, man könnte jetzt vermuten, dass das ähnlich gut ist für Armored-Boss-Gegner, wie zum Beispiel die Ulti von Krull oder Donar. Ich habe es bislang nicht testen können, es gab aber so ein kleines Vorstellungsvideo im Blog von Codename Entertainment und da sah es absolut nicht danach aus, als würde das viel bringen. Also es macht, glaube ich, dann einfach so halt einmal pro Sekunde Schaden. Und das ist schon, naja, nett, aber nicht toll. Also jetzt nicht viel besser als andere Ultis. Also so, naja, für Armored-Boss-Gegner, wenn es tatsächlich dabei geblieben ist. Wie gesagt, ich konnte es in-game noch nicht endgültig testen. Aber wahrscheinlich wird es einfach nicht so dolle sein. Wir können das aber wahrscheinlich gleich mal testen. Ich hau mal gerade ein bisschen Speed rein, aber weil ich ungeduldig bin. Nee, gib mir mal nicht die große Speed Potion, das ist ein bisschen übertrieben, aber zwei kleine können gerne noch mit rein. Mit Sentry zusammen reicht das ja wahrscheinlich schon, ja, für 7%, für 7-fach Speed immerhin, das ist schon okay. Das kann man so machen. So, und ich glaube, ich trinke den Kaffee jetzt nicht aus, aber einen Schluck Wasser könnte ich nach 50 Minuten durchreden einfach mal gebrauchen. Gute Sache. So. Dann können wir nämlich gleich mal gucken, wenn der Ulti-Cooldown abgelaufen ist. Es hier nämlich ja zumindest einen Barrier-Gegner gibt. In Area 43, muss ich mir mal merken. Und irgendwo gab es noch einen. Ich glaube in 22 oder so. Gleich mal gucken, also der Cooldown braucht... wir können mal gerade in einer Area bleiben, sonst geht der Cooldown halt nie vernünftig runter. Und da wir prinzipiell eh, du musst dahin, das muss ich mir mal angewöhnen. Für Kistenfarmen muss das auf jeden Fall noch mit rein. Dass Human da steht.
Prinzipiell müsste Whittle halt auch hier hin. Können wir jetzt mal hier hinpacken. So, und dann würde ich, glaube ich. Das hatte ich gesagt, 43, ne? Also auf jeden Fall 93. Dann nehme ich irgendwie so bei Area 91, 92 mal die meisten Champions raus. Und gucken nur mal, was seine Ulti dann macht. Aber ich befürchte, nicht wahnsinnig viel. So, noch 25 Areas ungefähr. Es gibt übrigens, können wir gleich nochmal reingucken, einen halbwegs brauchbaren DLC, gerade der im Sale ist und retired. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, welcher es war. Ich habe nur noch im Kopf, es gab einen, wo man eventuell drüber nachdenken kann, wenn man Geld ausgeben möchte. Ich muss gleich nochmal reingucken. Ich will jetzt aber gerade hier Area 93 nicht verpassen. Ich weiß, wir können noch einfach zurückgehen und das so testen, aber das wäre viel zu einfach. Außerdem kommen wir beim Zurückgehen nicht vorwärts. So. Punkt. Ich war auch völlig dabei abgestorben. Mit Mehen und Shahira war ich fertig, ne? Ja, war ich tatsächlich durch. Ich dachte, da hatte ich noch vergessen, irgendwas zu erwähnen, aber nein, tatsächlich nicht. So, Auto Progress mal aus. Dann nehmen wir gerade einfach mal alle Champions raus. Zack. Und dann taucht hier eine Barrier auf. Na ja, doch, geht. Geht. Also ist ähnlich schnell wie Krull und Donar, würde ich schätzen. Vielleicht nicht ganz so krass, aber schon zügig auf jeden Fall. Also not that bad, actually. Not that bad. Okay, das sah definitiv im Vorstellungsvideo von Courtney Entertainment anders aus, weil da hatten die nämlich auch irgendeinen, ja, kein Armored-Gegner, aber auch so ein Hitpoint-Based-Teil wie die Barriere gerade. Und da war das relativ langsam. Aber ja, dann ist das natürlich nochmal richtig nice, wenn man Probleme mit einem Armored-Gegner hat, halt einfach den Base-Ultimate-Damage hochtreiben, dass man möglichst genug Schaden macht, um so ein, zwei Blöcke von der Armor abzuziehen, dann im Zweifelsfall Nordem kurz rein switchen und die Ulti zünden, dann kann das schon ganz gut gehen. Ja, nice. Dann hat er tatsächlich doch noch einen Nutzen. Damit ist er insgesamt halt, ja, halt DPS-mäßig, also sein Buff wird nach wie vor nicht wahnsinnig fantastisch, glaube ich, aber okayisch. Die Ulti ist halt ganz okay. Also die hat durchaus ihre Vorteile. Und schneller Core-Leveln ist nie verkehrt. Bringt mir zumindest für den vierten Core was und für alle, die später angefangen haben und mehr Cores leveln müssen, freuen sich da halt umso mehr drüber. Also von daher, insgesamt kein fantastisches Paket, aber auf jeden Fall mit der Modron Core XP-Boost-Geschichte. Ich wollte gerade Buff-Geschichte sagen, aber es ist keine Core-Buff-Geschichte. Es ist ein XP-Boost für den Modron Core. Damit auf jeden Fall absolutes Alleinstellungsmerkmal, das haben wir so nämlich bislang einfach noch nicht im Spiel gehabt. So, ich werde, glaube ich, gerade mal hier so ein paar Bounty Contracts raushauen. Achso, der hat auch noch ein Feed aus Kisten, fällt mir gerade ein. Dann können wir nämlich auch gerade mal. Wie heißt er denn? Sergeant Knox hat auch noch ein neues Feed dazu bekommen, was man aus Goldkisten bekommen kann. Also wenn ihr Feeds jagt oder Feeds sammelt, alle haben wollt. Sergeant Knox hat ein neues Feed. Way. Also ihr wollt vielleicht Goldkisten aufmachen, um eure Feed-Collection wieder... Feed-Collection klingt auch irgendwie sehr, sehr, sehr falsch. Aber okay, ja, vielleicht wollt ihr da was aufmachen. Einfach, um was zu holen. Ich mache jetzt tatsächlich nur noch mehr Kisten auf, weil ich mehr Bounty-Contracts haben will. Sonst brauche ich die für nichts. Aber ich will Nordem auf jeden Fall im Laufe des Events Full Epic haben. Und da werde ich ein paar Kisten für brauchen, glaube ich. Von daher mal gerade ein paar Goldkisten raushauen für Bounty Contracts, um dann
Tokens spammen zu können, um dann mehr Freeplays machen zu können. Oh, ich sehe gerade, der Pity-Timer hier ist auf 9. Das heißt, wir haben unser eines episches Item sogar aus der dritten Kiste bekommen und nicht erst aus der vierten, wo es tatsächlich garantiert gewesen wäre. Okay, nice. Zumindest schon mal mindestens eine Goldkiste gespart auf dem Weg zu Full Epic. Gute Sachen. Wir machen gleich nochmal mehr Kisten auf. Und dann werde ich wahrscheinlich auch gleich einmal Kurs wechseln, wenn das hier durch ist. Ich heute gar nicht mehr so viel zu tun habe. Dann kann ich nämlich entspannt einfach ein paar Farming Runs für Nordem machen. Mit dem neuen Core und die manuell resetten. Wobei halt immer ein Auge drauf haben und auf Area 51 zu resetten per Hand ist natürlich auch anstrengend, aber hilft ja nichts. Muss ja gemacht werden, ne? Vielleicht lasse ich auch einfach ein paar Freeplays durchlaufen, mal gucken. Die kann ich ja dann eher so bis, keine Ahnung, wahrscheinlich könnte ich sie, ich weiß gar nicht, wie viel Favor habe ich inzwischen in der ersten Kampagne? E43, fast E44, da könnten wir vielleicht sogar schon bis 330 problemlos mitkommen, vermutlich mit Klickschaden. Das ist dann deutlich angenehmer. Ajo, übrigens, wer sich fragt, wie das mit dem Bonus-XP läuft, die ja nun ganz krumme Werte machen, tatsächlich läuft das so, das wird pro halt komplettierter Area hier draufgerechnet und jedes Mal, wenn das halt über 1 geht, wird das hier als Bonus-XP draufgerechnet. Also, man sieht schon, der Wert springt hier natürlich nie halt direkt höher als 1, aber jedes Mal, wenn er hier über die 1 rüber geht, geht halt hier einer drauf. So läuft es. Jo. Wir komplettieren das. Core Strength ist erledigt. Direkt noch ein Achievement mitgenommen. Gute Sache. Und ich glaube, dann muss ich mich auch gleich mal im Discord blicken lassen, weil wir nämlich heute tendenziell irgendwann unseren Raid starten, also meine Raid-Gruppe und ich. Und wenn ich mich dann nicht bald blicken lasse, sind die wahrscheinlich pissig. Nein. Entschuldigung. Nein, sind sie wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich alles gut. Aber trotzdem, wir starten immer so ungefähr um die Zeit und dann kann ich mich da gleich mal blicken lassen. Nicht, dass die Gruppe wegen mir warten muss. So, dann muss ich jetzt nur einmal kurz hier den Auto-Progress rausnehmen. Human auf jeden Fall hochschieben. Du bist in der Party drin, du bist da richtig. Die Speed Formation überschreiben. Das ist so auch richtig. Und da, achso, wir wollten beim DLC noch reingucken, ne? Es gibt einfach ein Spurred Pack, ein Spurred Beekeeper Pack. Wir brauchen mehr Bee-Skins, auch wenn er kein wirkliches Bienenkostüm hat, hat er immerhin ein Beekeeper-Kostüm. Ich finde es ein bisschen gut, es ist mir keine 8,20 Euro wert. Ich würde die 50.000 Gems für das Feed wiederbekommen, aber es ist halt so, ja. Na, ist mir das Ding nicht wert. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, irgendwo... Ah, das Human... Ach so, ja, das habe ich hier gar nicht mehr drin, weil ich das tatsächlich damals schon irgendwann gekauft habe. Es gibt ein Pack mit einem Skin für Human. Können wir gerade mal gucken. Da ist der Skin mit bei. Und Kisten für Human. Und... zwei, ich weiß gar nicht, ob ein oder zwei Shiny Items für Human auf jeden Fall sind mit drin. Das heißt, mit Glück kriegt man gleich noch das Speed-Item von Human auf Shiny. Und ja, sind halt allgemein noch wahrscheinlich wie üblich 16 Kisten für ihn mit drin oder für sie. Sind ja drei. Also nein, natürlich sind es nicht drei. Es ist einfach nur ein als baumverkleideter Typ. Vollkommen klar. Nee, also der ist wahrscheinlich wie alle anderen Retiring-Dinge auch gerade um 50% runtergesetzt. Und wenn man unbedingt Geld ausgeben will, auch hier ist es nicht wirklich nötig, aber das Package ist dann schon, wenn man ein bisschen Speedboost haben will, durchaus ganz okay. Übrigens, Fun Fact, ich habe glaube ich gerade keine Shiny Potion. Keine Shiny Potion am Start. Das ist das, was ich sagen wollte. Aber Shiny Potions, also beziehungsweise Potion of Polish heißen die ja eigentlich, die
ein Random Item zum Shiny machen, wurden so geändert, dass man inzwischen nicht ein zufälliges Shiny Item bekommt, sondern sich jetzt gezielt aussuchen kann mit einer Potion of Polish, welches Item Shiny werden soll. Das heißt, wenn ihr noch Potions habt und sagt, damn, ich wollte immer schon richtig glänzende Eier haben, also das Speed Item von Human natürlich, setzt die Potion ein, wählt das Item aus und ihr seid good to go. Das ist jetzt einfach noch eine richtig nette, gute Neuerung. Finde ich super. So, ich wollte nochmal Kisten aufmachen, ne? Die restlichen 5 hier. Mal gucken, was da nochmal rumkommt. Und die Antwort ist zwar noch ein episches Item, aber nicht das XP-Item, was ich gern gehabt hätte. Trotzdem, immerhin aus 9 Kisten 2 epische Items. Not that bad. Das hätte definitiv schlechter laufen können. Ich beschwere mich nicht. Mal gucken, wo der Pity-Timer jetzt ist. Also wir haben ja noch keine Automation. Oh Gott, das heißt, ich muss ja die Formation auch immer noch selber laden. Ne? Das ist ja richtig krebsig. Oh Gott, das wird so furchtbar. Aber nun ja, sei es drum. Also das Formation selber laden ist tatsächlich voll okay, nur die ganzen Specializations anklicken wird. Bis Core Level 3 halt richtig krebsig. Aber hey, bis Core Level 3 sind das ja nur 20.000 Areas? Mal gerade beim Chor reingucken. Ich glaube, ne? Erste Level braucht 8000 und danach 12. Jo. Also ja, 20.000 Areas. Lustigerweise scheint das Ding buggy zu sein, weil das Teil, also die sind noch nicht angeschlossen, sind jetzt aber schon supercharged. Das sind Werte von einem anderen Chor. Diese 1147 Flow habe ich genau bei einem... Wait. Die habe ich eigentlich... Okay, das wird wahrscheinlich einfach ein Anzeigefehler gewesen sein, weil eigentlich ist das der Wert, den ich hier in der Note habe. Okay, jetzt gehen sie alle auf Epic, aber eigentlich, also das macht gar keinen Sinn. Eigentlich sollten die alle, also die sind alle nicht angeschlossen. Die Frage ist, bringen die jetzt wirklich Boni? Annehmen, okay. Sobald wir hier was platzieren, ist halt Schicht im Schacht, okay. Ja, gut. Ich schließe das erstmal so an. Ist halt völlig egal, bringt halt gar nichts. Also, ich kann das halt genauso gut weglassen. Aber wobei, ich packe einfach das schon mal hin, um dann die Automation auf Level 3 einfach anpacken zu können. Und dann leveln wir mal eine Runde. Anyway, aber bevor ich hier vollkommen in den Leveling-Mode übergehe, packe ich hier nochmal den Speedcore hin und dann müssen wir hier auch einmal auf die Party rüber und packen hier einfach Zeriel rein. Mit der bin ich nämlich auch tatsächlich noch gar nicht fertig mit den Patreon-Challenges für diese Woche. Das heißt, na, da können zumindest noch Tokens gefarmt werden. Das ist schon mal nicht verkehrt. So. Raus hier, oder muss ich mal in den anderen Teilen ein paar Familias rausnehmen. Das ist aber, ja, mache ich dann bei Gelegenheit. Ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, da muss ich dann noch ein bisschen ummodeln, dass ich mit meinen Familias hinkomme. Sonst habe ich nämlich nicht genug. Bringt mir das gar nicht. Was brauchen Zeriel gerade? Unter anderem für die Patreon Challenges. Unter anderem brauchen wir hier mal einen Familiar auf jeden Fall. Du brauchst 1000 Areas ohne Support Champion. Traumhaft. Dann. Wer ist denn mal? Du bist nur DPS, ne? Ja, okay. Dann rein mit dir schon mal. Da muss dann noch ein Familiar drauf, aber passt schon. Und dann speichern wir. Das gerade mal hier. Warum ist das mit 8 Familias und Zeriel gespeichert auf dem Core? Das macht gar keinen Sinn. Also es macht halt wirklich gar keinen Sinn. Das ist doch jetzt schon der Speedcore, oder? Jo. Okay, warum? Okay, was auch immer. So, wir resetten auf 80, machen das schon mal an.
Und dann müsste ich noch einmal hier rüber reduzieren, hier wahrscheinlich auf einen Champion. Dann könnte ich echt nochmal neue Familias gebrauchen, ne? So 3-4 Stück. Mal gucken. Bestimmt noch irgendwo günstige DLCs, die ich bislang nicht geholt habe, wo die nur so 3-4 Euro kosten. Mal schauen. Also dringend nötig ist es jetzt auch nicht. So, und du gehst raus, dann override das hier. Oh, warte. Nee, doch, du musst da bleiben. Das ist okay. Dann kommen wir hier mit 7 aus. Das ist okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Da kriegen wir wahrscheinlich einen noch raus. Also ich könnte theoretisch auch die Familias im Feld auf 3 reduzieren. Aber ne, passt schon. Dann nehme ich dich hier nochmal raus und der Rest passt soweit. Dann überschreiben wir das gerade nochmal und gehen wieder hierhin zurück. Gott, was für eine Umstandskrämerei. Aber gut, es ist halt einmal Setup und dann ist das erledigt. So, und dann haben wir hier noch 3 weitere Familias. Das ist doch ganz nice. Dann kann einer hier hin, einer kann hier hin. Ja, einen dritten im Feld hätte ich schon noch ganz gerne. Mal gucken. Aber das kann zumindest so erstmal laufen. Das funktioniert. Das ist okay. It is something. Und dann prügele ich mich mal hier weiter mit rum. Und ja, da ich jetzt im Moment auch nichts weiter zu tun habe im Spiel, außer den neuen Core zu leveln, ist das genau das, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird. Und Wochen wahrscheinlich. Auch mit dem Bonus wird das wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir den auf Max-Level haben. Aber ja, also ich bin noch nicht full shiny, was die Core-Champions angeht. Da fehlen mir noch 7 Shinies, aber das ist einfach eine Frage der Zeit. Oder eine Frage der Silver-Chests. Und auch nichts, was dringend nötig ist. Von daher, das passiert irgendwann automatisch. Die Event Champions Full Shiny zu bekommen, wird einfach nicht passieren in absehbarer Zeit. Full Epic sind alle, bis auf den neuen Champion. Das heißt, da werde ich jetzt parallel mit Core-Leveln dran arbeiten. Das lässt sich ja gut gleichzeitig machen. Prinzipiell habe ich noch eine ganze Menge Patron-Variants abzufrühstücken. Ich zum Beispiel mit Strahd und gerade mit Zeriel auch noch ungefähr komplett Waterdeep machen muss. Einfach noch nichts gemacht. Aber das reizt mich im Moment gerade auch nicht. Einfach, weil ich die Patron-Kisten nicht mehr wirklich brauche. Einfach, weil sie mir kein Equipment mehr bringen. Also, sie würden mir für Nordrim noch was bringen, aber ansonsten bin ich ja full epic. Also, es ist halt so, ja nun. Und ja, mal gucken. Vielleicht gehe ich irgendwann Patron-Variants aus Lust und Laune nochmal an. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt tatsächlich bis auf den neuen Champ alle komplett episch habe, sind mir auch die Patron-Variants erstmal relativ egal und ich habe nicht wirklich was zu tun. Von daher, Core-Leveln, Core-Leveln und Core-Leveln, das wird in nächster Zeit angehen. Gucken wir mal, wann ich den auf 15 habe. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. So, hier kein Shiny-Item bei rausgekommen. Schade eigentlich, wir waren doch schon bei deutlich über 1000 Kisten. Also nicht deutlich, aber bei 1300 oder so. Jetzt bei 1700 Kisten ohne Shiny. Nun ja, sei es drum. Kommt auch irgendwann. Okay, ich würde sagen, die Folge ist lang genug. Definitiv. Eigentlich hätte ich noch ein paar Sachen zum Schnacken, aber die hänge ich jetzt nicht mehr mit dran. Ich glaube, die erzähle ich dann lieber am Wochenende im Stream. Apropos Stream, Wochenende. Ich weiß noch nicht genau, wann ich streame. Ich werde voraussichtlich nur einen von beiden Wochenendtagen streamen. Mal gucken. Tendenziell eher den Samstag ab späten Vormittag, weil ich frühen Vormittag unterwegs bin. Also so ab, ja, vielleicht auch erst ab Mittag. Mal gucken, wie es passt. Also so ab 11, 12, je nachdem, wie ich wieder zu Hause bin. Mal schauen. Vielleicht schiebt es sich aber auch auf den Sonntag. Ich halte im Moment den Samstag aber für realistischer, to be honest. Schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch. Und bis zur nächsten Folge oder zum nächsten Stream. Macht's gut, haut rein und tschüss.